Peggy 18. Two K Games. Mafia 2. Two K Games on 2K Zizek präsentieren. Mafia 2. Ich heiße Vitus Caletta, geboren auf Sizilien, 1925. Der Knirps, das bin ich. Da stehe ich mit meinen Eltern und meiner Schwester Francesca vor unserem alten Haus. Viel weiß ich nicht mehr von der alten Heimat. Nur, dass wir kaum über die Runden kamen. Irgendwann hatte mein Vater die Schnauze voll und wir zogen fort. Andererseits hatte ich auch noch nie etwas so Dreckiges und Widerliches gesehen wie das Scheißloch neben mir aus. Der amerikanische Traum. Eher ein Albtraum. Mein Vater nahm für einen Hungerlohn eine Arbeit im Hafen. Ein Knochenjob. Und die paar Kröten, die er verdiente, hat er gleich wieder versoffen. Schickten mich auf die Schule. Ich sollte die Sprache lernen, was unter lauter Einwanderern kaum möglich war. Dort traf ich John. Mit der Zeit wurden wir die besten Freunde. Man kam mit einer Armwand und Arbeitsplätze rein. Doch wir zwei uns selbstständig. Nicht so gut. Das war 1943. Amerika war im Krieg. Und für die Invasion Siziliens brauchte die Army Leute, die Italienisch sprachen. Ich war 18. Und alles erschien mir besser als Knast. Warum nicht die alte Heimat besuchen? Kapitel 1. Die alte Heimat. Sizilien, Juli 1943. Operation Husky. Ich war bei der 504. Fallschirmjägerdivision. Am 11. Juli sollten wir über der Südküste Siziliens abschalten. Doch wir gerieten in Flammenfeuer und mussten vorher aussteigen. Überall. Also greifen wir uns gar nicht durch. Ohne die dortigen Partisanen hätten wir keine Chance gehabt. Als Mussolinis Truppen mir die Stadt anfielen, um den Widerstand zu zerschlagen, war es an der Zeit, uns zu revanchieren. Nessuno va, questo uomo morirà.
Okay, Skeletor. Scherzi, non è... Traditori! Pensavate di poterci prendere in giro? Di tradirci? Avete pensato? Scherzi, facciamo vedere noi come trattiamo i traditori! Gli altri geni della resistenza! Rispondetemi, bastardi! Ciao! Tja, und damit... Alter. Ja, und damit herzlich willkommen zu Let's Play... Ach, scheiße. Ja, nicht zu Let's Play, ach, scheiße. Sondern zu Let's Play Mafia 2. Ja. Ich hatte da ein paar Schwierigkeiten, Startschwierigkeiten, weil diese Scheiße nicht inventiert war. Also die Y-Achse oder so, keine Ahnung. Aber egal, so. Wir müssen runter, okay. Ach du Heilige, ja wie? Schöne. Hä? Okay. Einfach mal beim Anfang voll im Krieg mal, das ist auch geil. Okay. Wie kann ich in Deckung gehen? Ja, ist geil. Bin fast tot. In Deckung, Mann. Alter. Aha. Viel Spaß damit, ihr Penner. Ja, Mann. Da habe ich zwar auch nicht hingezählt, aber Alter. Wieso sterbe ich jetzt schon fast immer beim Anfang schon? Das kann ja auch nicht sein. Für die verbrennen schön. Mir geht's noch gut. Ja, kann man irgendwas haben, wie ich nachladen kann? Okay, hab schon, passt. Okay. Okay, passt. Nehme ich auch, kein Problem. Mehr gibt es auch nicht hier, oder was? Okay, ich bin bereit. Wieso ist kein Auto irgendwann? Das ist so einfacher. Ach du Scheiße. Schöne Granate. Boah, wie sich hier mal ins Schießen reinkommt, vergehen ja auch schon, ja. Hunderte. So, sehr schön. Die Gefangenen haben sie wohl oben. Okay. Nimm mal die scheiß Waffe jetzt immer weg mit dem scheiß Zielen, Kollege. Vito, mach das Ding weg. Geh nochmal. Er geht nicht mehr. Okay. Du Fotze. Fuck you. Ja, am Job, but irgendwas. Komm, zeig dich. Show me what you can't. Alter, hab ich mich ver... Junge. Blöder Penner. So, warte mal. Warte mal. Deckung. Und... Warum ich? Ich war so gut in Deckung. Scheiße. Okay, bam. Fuck you! Ja, das ist natürlich jetzt auch schlecht. Also wenn ich er gewesen... Fuck! Wenn ich er gewesen wäre, hätte ich schon längst den Kollegen abgeknallt, wenn ich weiß, dass der andere auf mich schießt. Eigentlich, aber okay. Fuck! Wo schieße ich denn hin? Ich kann echt nicht schießen, das kann ich euch sagen. Was ist denn du Typ, Mann? Alter. Okay. Screw you, Motherfucker, ich bin tot. Scheiße. Komm schon, heil dich. Okay, rein. Aus dem Weg. Okay, mit dem MG, was? Mit dem MG? Warte, ich will die Schweine wegholen. Aus dem Weg, aus... Los, schnapp dir das Maschinengewehr! Ja, warte! Okay, das sind alle entweder weg oder tot, keine Ahnung. Wo ist das fucking Maschinengewehr? Ah, hier. Ja, was ist los? Ja, der Knick, ich bin tot! So gut wie halt. Alter. Spreng die Scheiße in die Luft, was soll das? Headshot. Also das Ziel ist echt komplett anders als bei MW3 oder Ghost oder was auch immer. Aber komplett. Ich treffe auch nichts, weißt du? Jetzt hört...
Alter, ich muss hier mal was umstellen. Das ist mir zu extrem. Empfindlichkeit Mittel? Wie viel Kohlen? Alter! So, Alter. Ich weiß ja doch nicht von wo. Wie immer halt. Stirb jetzt, du Judas. Alter, ich hab's geschafft. Wie kann das sein? Weißt du, 10-mal... Ja, ja. 10-mal kurz vorm Abnippeln und trotzdem hab ich's gepackt. Ich weiß nicht wie. Kapitel 2. Traut das Heim. 2 Jahre später, Empire Bay, 8. Februar 1945. Als mir die Nazis eine Kugel ins Bein verpassten. Das war nicht mehr so lustig. Ich lag eine Weile im Lazarett und dann bekam ich einen Monat Heimaturlaub. Immerhin, besser als nichts. Peter, hier bin ich. Joe, hey, willkommen zu Hause. Woher weißt du? Ich habe so meine Quellen. Komm, steig ein. Schlitten? Ja, sozusagen Dienstag. Ich weiß, du willst nach Hause, aber jetzt gehen wir erst am Bier trinken. Gute Idee. Da ist es. Empire Bay. Hast du es vermisst? Ist der Papst katholisch? Nicht, dass mir diese Stadt hier etwas geschenkt hätte, aber alles ist besser als ein Schützengraben. Ist hier bloß so ein Mistwetter. Angeblich ist es der kälteste Winter, seit gemessen wird. In der Zeitung steht, dass es noch ein paar Wochen so bleibt. Aber ein Drink wird dich aufwärmen. Wie lange ist es her, dass wir das letzte Mal ein Trinken waren? 2 Jahre? Fast doch. Auf Toni Zaccellis Party, richtig? Das letzte Mal war es auf der Beerdigung deines alten Herrn, Vito. Kurz vor deiner Abfahrt. Das weißt du doch. Ah, 5 Minuten und schon sprechen wir über meinen Alten. Können wir bitte das Thema wechseln? Erzähl, Alter, wie war's denn so da drin? Ich habe immer Zeitung gelesen, um auf dem Laufenden zu bleiben. Und du weißt ja, wie ungern ich lese. Ja, ich weiß. Ihr habt Mussolini fertig gemacht, was? Gewissermaßen. Wir hatten ein wenig Hilfe von einem Typen namens Don Calo. Ohne Scheiß. Don Calo? Von dem habe ich schon gehört. Wirklich? Ja, ich kenne Typen wie Mafios. Arbeitest du für sie, bist du nicht. Scheißt du sie an, bist du tot. Dann bist du ja schwer beschäftigt. Ja, du hast sogar einen Orden gekriegt, oder? Von General Patton persönlich. Wow, ein echter Kriegsheld, ha? Und dann hast du ein paar sizilianische Bräute geknallt und musstest teilen. Ja, von wegen. Die alte Heimat. Hier kannst du alles fühlen und niemand schätzt dich. Was für ein Land. Auf die USA und darauf, dass du wieder da bist. Salute. Ah, salute. Schönen Tag. Wieso bist du schon wieder da? Wegen guter Führungsvorzeit entlassen? Hab mir vor ein paar Monaten eine Kugel angefangen und war im Lazarett. Jetzt habe ich Urlaub. Moment mal. Heißt das, du musst wieder rüber? Was denkst du? Der Krieg ist noch nicht vorbei.
Große Lust hast du aber keine, oder? Natürlich nicht, aber was soll ich machen? Warte mal, bin gleich wieder da. Danke nochmal, dass du mich aus der Pandemie rausgebracht hast. Keine Ursache. Ich melde mich morgen.